Ich wurde mal wieder angeschrieben und nach einer Rap-Analyse gefragt. Und zwar von niemand geringerem als KS Mafia. Der wurde mir schon relativ häufig vorgeschlagen, aber ich fand's ehrlich gesagt genauso sinnlos wie Moneyboy oder Mördern. Aber wenn KS, der BOZZ, mich schon höchstpersönlich anschreibt, musste ich mir das nochmal überlegen. Ich habe ihm also gesagt, dass ich die Mucke scheiße finde, die Typen lächerlich und ich mich über sie lustig machen würde. Aber das schien ihm völlig egal zu sein. Der Typ scheint echt ein paar vernünftige Schlepphoden in der Hose zu haben. Aber beim Durchschauen der Musik ist mir aufgefallen, dass ich mich wohl geirrt habe und die doch gar nicht so schlecht sind, wie ich dachte. Das Lied mit den meisten Klicks ist Ich fick dich mit dem Satansschuh. Und dieses Lied ist über jeden, jeden rap-technischen Zweifel erhaben. La Fiesta, lass es besser, ich komme an und ficke dich mit dem Messer. Besser und Messer, wenn das nicht gottlike ist, da können sich die besten Wortakrobaten wie Kollega und Sammy Deluxe echt noch eine Scheibe abschneiden. Aber diese genialen Reime und Vergleiche sind ja nicht alles, was KS Mafia ausmacht. Es ist dieser einzigartige Flow, der einfach alles zerberstet. Vergesst alle Rapper, die ihr kennt. KS Mafia ist der Boss. Aber was fehlt bei genialen Reimen, die Gott persönlich geschrieben haben muss und einem Flow, der jeden bekannten Rapper zum Möchtegern degradiert. Richtig, eine Hook, die das kombiniert und so dermaßen ins Ohr geht, dass man wochenlang nichts anderes mehr hören möchte. Spätestens jetzt müsste jedem klar sein, dass KS Mafia die Zukunft des Rap ist. Neben deiner Frau liege, ja Mann. KS Mafias, wir sind hier, keiner ist so wie wir. KS Mafias, wir sind krass, wenn wir kommen, seid ihr platt. La Fiesta, lass es besser, du nennst mich Schwager, denn ich ficke deine Schwester. Das ist der absolute Wahnsinn. KS Mafia, wir sind hier, keiner ist so wie wir. KS Mafia, wir sind krass, wenn wir kommen, seid ihr platt. Es tut mir wirklich, wirklich leid, dass ich diesen engelsgleichen Gesang nicht imitieren kann, aber meine Stimme bietet einfach nicht dieses Klangspektrum und dieses Gefühl für Musik und Stil. Und was ist dieser Satanschuh? Ist es eine Metapher für den Faschismus und die Intoleranz, die unsere Gesellschaft mit Füßen tritt? Soll es bedeuten, dass wenn man mit beiden Füßen im Leben steht, es dennoch auf die Schuhe ankommt, die man dabei anhat? Also dass Wohlstand nicht unser einziges Bestreben sein soll? Heißt es, dass die Sünde unser ständiger Begleiter ist, wie unsere Schuhe? Ist unser Leben nur ein langsamer Gang in die Hölle und der Satanschuh führt uns dorthin? Ein derart tiefgründiges Kunstwerk ist mir lange nicht mehr untergekommen und ich denke, dass ich meine gesamte Lebenseinstellung noch einmal überdenken muss. Es ist mir unbegreiflich, warum der Typ nicht rauf und runter auf MTV läuft. Ich bereue gerade die ganzen Jahre, die ich Eminem gehört habe und quasi meine Zeit verschwendet habe. KS Mafia definiert Rap neu und macht Rapmusik zu einer Kunstform, die ihresgleichen sucht. Ich fick dich mit dem Satanschuh ist aber nicht das einzige Lied, das mich so umgehauen hat. Um ehrlich zu sein, gab es nach Michael Jacksons Tod für mich keinen Musiker mehr, bei dem ich ein ähnlich hohes Maß an Talent feststellen konnte. KS Mafia, ha, ha, ha. Okay, Mutterficker, bam. KS Mafia, ich bin unglaublich, aber war Kiki. KS Mafia, ich bin unglaublich, aber war KS Mafia. Ja, so ist mein Name. Du nennst mich Babo, weil ich deine Mom umarme. Du kriegst Körbe, wie beim Basketball. KS Mafia, einfach abnormal. Denn ich habe es drauf, ich klär es mit der Faust. Ich mache sie mein Lehrer, ich schicke dich raus. Du hast keine Chance gegen mich. Wenn ich dir eine gebe, denkst du, du wärst nicht. Dein Dad nennt mich Schwiegersohn. Doch mein Liebe ist gefälscht wie Silikon. Ja, du hast recht, ich hab kein Gewissen. Ich flach mit Frauen öfters als mit meinem Kopfkissen. Diese lyrische Finesse, dieser einzigartige Stil, diese über alles erhabenen Flow-Passagen machen KS Mafia bzw. Flowless für mich zum besten Rapper aller Zeiten. Ich werde jetzt alle Alben von Eminem, Kollega oder wie diese ganzen Möchtegern-Rapper alle heißen wegschmeißen und endlich echte Rap-Musik hören. KS Mafia, der BOZZ. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du mir die Augen geöffnet hast und ich jetzt endlich in der Lage bin, echtes Talent zu erkennen. Wir sind jetzt da, Ragif und KS Mafia. Du gehst jetzt unter, deine Raps sind billig wie das Obst in deiner Mutter. Wir sind jetzt da, Ragif und KS Mafia. Du gehst jetzt unter.
unter. Deine Raps sind billig wie das Haus in deiner Mutter. Hier kommt der Baba des Raps. Chaos Mafia hat den Trend gesetzt. Rapper kommen, Rapper gehen. Frauen können mir irgendwie nicht widerstehen. Denn ich habe das Sagen, ich öffne dein Gesicht. Wie Anlagen, die Weiber meinen. Ich wär wild, meine einzigste Konkurrenz ist mein Spiegelbild.